Schön, Idee. Okay. Idee, also, Idee. Wenn du jetzt die Kletterwand hier hast. Also ja. Wie gesagt, ich gehe jetzt einfach mal von der geraden Wand aus. Ja. Da hinten hast du dann im Endeffekt das Gerüst. Ja. Stehen hier so dran. Da hast du jetzt hier im Endeffekt deine Platte. Dann können wir es ja so machen, dass man hier oben eine Seilrolle einbaut. Ne? Du jetzt halt hier mit deinem Fahrrad hier hängst. Ups. Ja, schon mal, du hockst dich lieber da hinten. So machst du das da. Genau so. Das ist hier auf der Fahrradl drauf. Und das ist halt hier einfach mit einem Seil festgemacht. Läuft hier hinten über die Rolle drüber. Okay. Und hier hinten stehen halt einfach ein paar kräftige Jungs. Und die ziehen dich dann einfach da hoch. Die ziehen mich hoch? Die ziehen dich hoch. Mich hoch. Aber ich will ja. Ach so. Ja, du hängst halt im Endeffekt im Gurt. Ne? Das ist die Wand vorne. Okay. Das ist jetzt die Wand vorne, genau. Ne? Okay. Du hängst halt einfach hier im Gurt drin und das ja. Fahrrad ist dann halt eben auch nochmal durch ein zweites Seil vielleicht gesichert oder vielleicht am gleichen. Ich weiß nicht, wie man das technisch machen kann. Da muss man halt mal gucken irgendwie und du wirst im Endeffekt von hinten dann gezogen. Naja, aber ich will ja fahren. Ja, sieh, kannst du mittreten, freilich. Okay. Weil ich bin nicht der auf der Karte hier. Ich bin der hier. Ja. Und nicht der auf der Karte hier. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, und prinzipiell, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, könnte man ja da hinten dann, ich weiß nicht, ich meine, da ist ja das ganze Gerüst, man könnte ja noch einen Flaschenzug einbauen. Na? Dann stehen halt einfach zwei, drei Jungs irgendwie da. Und eine Steigklemme in der Hand und ziehen dich halt einfach dann schön hoch. Okay, und was hat das dann tatsächlich mit meiner Leistung zu tun? Das ist eher weniger. Ja. Also, dass du da hängst und gut, es ist halt eher ein Fake. Aber du würdest halt einfach schön die Wand hochfahren. Ich bin aber einer, der gerne eine Extremleistung Vorsicht hat. Okay.